Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Grand Prix und der heißt, oder die nächste Station heißt Ungarn. Wir sind in Budapest zu Gast und hoffen natürlich auf ein gutes, erfolgreiches Wochenende, zumindest ein erfolgreicheres Wochenende, als wir letzte Woche abgeliefert haben. Dieser 21. Platz in Großbritannien ist natürlich nicht das, was wir als Anspruch sehen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt einen guten Sprung machen können. So, wir sind am 20. Juli angekommen, das heißt, wir können noch ein paar Aktivitäten reinknallen. Und hauen noch ein paar Updates rein. Sponsoren für unseren Fahrer. Da kann ich nichts machen gerade. Okay, dann haben wir nichts weiter sonst. Gut. Das machen wir das Parapher-Video, machen wir nichts vor dem Grand Prix. Komm. So, und dann geht's heute in das nächste Rennwochenende. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Okay, dann gucken wir mal, was wir Reifenauswahl nehmen. Wir nehmen wahrscheinlich die etwas weichere Mischung. Ja, denke ich mal, passt so. Und dann geht's rein ins... ja, klar, neues Getriebe können wir auch reinsetzen. Sechster Grand Prix. Zweite Getriebe geht jetzt rein. Und das wurde zu Gast, wie gesagt, in Budapest in Ungarn. Eine Strecke, die mir persönlich liegt. Die ich persönlich mag. Aber, jo, schauen wir mal. So, dann haben wir neue Wettervorhersage, Qualifying und Rennen trocken. Ah, das sind gute Nachrichten. Und das Training übrigens auch. Also, komplett trockenes Rennwochenende. Let's go ins Rennwochenende Nummer 13. Die Saison ist mittlerweile schon gut weit vorgeschritten. Wir sind jetzt mittlerweile im zweiten Grand Prix der zweiten Hälfte. Mit dem neuen Fahrer haben wir auf jeden Fall ein Top-Ergebnis geholt, weil Mick ist Fünfter geworden in Großbritannien und uns 10 wichtige Punkte beschert. Und das ist der kleine Teaser hier zum Großpreis von Ungarn. Wie gesagt, die Strecke, die mir persönlich liegt. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ja, mal gucken, was nächste Saison passiert. So, auf geht's. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Ja, schauen wir mal. Also, neue Teile sind drin. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke. Setup ist geladen. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, 29 Minuten Zeit. Ich denke, hier ist die Rundzeit ein bisschen kürzer. Ja, momentan in der Sonntagsliga läuft es für mich überhaupt nicht. Nach dem letzten Ergebnis. Ja, der Ausfall in Baku war natürlich alles andere als geplant. Genauso wie der davor eigentlich auch in Abu Dhabi. Aber da konnte ich mit dem Lenkrad nicht so fürs Lenkrad hält soweit wieder. So wie ich das gerade richtig sehe. Aber, ja, dieser Baku war für mich mit dem ein kleiner Rückschlag. Da habe ich ein bisschen was ausgerechnet, aber war halt ein blöder Unfall. Und hier muss man auf diesen Körper schon immer ein bisschen aufpassen. Aber dafür ist Freitag in Frankreich mit einem 8. Platz. Da bin ich ziemlich happy, da auf jeden Fall drüber. Mal gucken, was heute Abend läuft. Wir fahren heute Abend Österreich. Im Livestream auf jeden Fall auf meinem Kanal zu sehen. Um 20 Uhr ungefähr geht's los. Und am Sonntag geht's in Japan weiter, aber mit einem kleinen Handicap. Und zwar, ja, eine 30-Sekunden-Strafe, die ich mir nach dem letzten Grand Prix ein bisschen zu Recht eingefangen habe. Ja, wie gesagt, die Saison ist verkorkst. Ich hoffe, dass es in der neuen Saison ein bisschen besser wird.
Müssen wir mal gucken, was wir dann auf jeden Fall rauskriegen. Naja. Dann wir vielleicht mit einem neuen Teamkollegen mal gucken, wie schnell es läuft. So, jetzt konzentriere ich mich gerade ein bisschen auf den großen Preis von Ungarn. Wir gehen jetzt in Rückkurve ein. Wie gesagt, hier ist es auch. Sehr schnelle Strecke ist das jedenfalls. Ich mag diese Strecke. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Genauso wie Kanada, Brasilien eigentlich. Wie gesagt, in der Sonntagsliga wird es jetzt, also in der MSFL wird jetzt natürlich einige Rennen kommen, die dann die mir überhaupt nicht liegen. Weil jetzt geht es weiter mit Japan, dann kommen nämlich noch Niederlande und Vietnam. Oder Vietnam und Niederlande, wie auch immer. Also jetzt 3, 4 Strecken hintereinander gewesen, die mir überhaupt nicht liegen, aber mal gucken, wie es läuft. Jo, aber wie gesagt, ich nehme, wie es kommt. Schau, was rauskommt am Ende. Ich schaffe es nicht. Tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, auf jeden Fall hat uns gerade ein bisschen angesprochen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen auf unsere Reifentemperatur achten sollen. Und wir sind momentan mit der 1.20.2. Gut dabei. Gucken, was am Ende rauskommen. Die 20er Zeit, also 19 möchte ich gerne davor haben, aber da sind einige Fehler drin gewesen. Und hier dieser obligatorische Körper, da solltet ihr nicht zu sehr drauf haben. So wird es aber nichts für die Runde. Ich muss mal ein bisschen gucken, aber ich versuche es halt ein bisschen auf die Strecke zu kommen. Haben sie mal nur auf P2 hinter Verstappen. Weil wir gerade eigentlich eine Bestzeit gesetzt haben im ersten Sektor. Gasly, der kommt nicht ran an uns. This lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Da sind wir nochmal richtig nachgelegt, was die Zeiten betrifft. Zeit gesetzt bekommen. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps.
Hast du nochmal eine Zeit zu setzen? Ich weiß auch, dass es ein bisschen gecuttet war. Ein bisschen sehr gecuttet war in dieser Schikane. Es geht auch nur um eine Karriere. Das würde ich auch nicht niemals anderen machen. Zumindest nicht mit Absicht. Da ist die 1.19, die wir jetzt nochmal ein bisschen gedrückt bekommen haben. So, und jetzt geht's in die Garage zurück, weil der Sprit alle ist. Tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. FP6 momentan, das ist ähnlich wie in Großbritannien. Ich vermute mal, dass wir mit ein bisschen Lüse wieder auf dem Best of the Rest werden. Sind dann für mich. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Hamilton und Alexander Albon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, wir haben hier gar keine Chance, was das vorne betrifft. Gut, wir haben einen Ferrari gepackt, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Ich denke mal, dass wir mit der wenn die nochmal zulegen können, fällt mir auf jeden Fall hart. Ja, ich denke, wenn wir Glück haben, sind wir um 7. oder 8. rum. Und da können wir schon mit zufrieden sein. Naja. Gut, das war dann Training 1 und wir sehen uns wieder gleich in Training 2 an diesem Freitag. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Don't push the car just yet. The track is still green. Try and take it easy. Gut, dann fahren wir auf die nächste Strecke. 4 Runden sollten da drin sein. Platz 6 im ersten freien Training. Hoffen wir mal wieder auf Pokal. Also ich denke, den WM-Titel und sowas kann man abschminken. Also wenn wir dann irgendwo auf 4, 5 am Ende in der Fahrer-WM sind, bin ich zufrieden. Na, gucken, was drin ist am Ende. Da kommen aber noch einige Rennen, die mir, wo ich echt nur schwierig wird, Punkte zu sammeln. Wenn dann nochmal in Singapur und so kommen, na, dann müssen wir echt aufpassen.
Wir müssen auch langsam ein bisschen an die Fahrtentwicklung von dem Auto denken. Wir müssen mal gucken, dass wir nach dem Rennen ein bisschen Punkte, oder nach der Session wieder mal ein bisschen Punkte investieren. Wir haben ja 600 oder so, glaube ich, gehabt. Das heißt, wir können wieder mal ein bisschen Punkte holen, mitnehmen. Beziehungsweise Punkte investieren, um das Auto weiter zu entwickeln. So, jetzt nehme ich mal gerade ein bisschen die Pace raus. Wir sind ja nicht in der Runde, sondern nur auf der Outlap. Das heißt, Piano und die Reifen nicht zu sehr beanspruchen. Vor allem ein bisschen Sprit sparen. Ich denke, so 4 Runden sollten wir wieder fahren können. Die Zeit mag, glaube ich, als 19.9. Wenn ich mir denke, Verstappen dann als 18.8, 18.7. Also, ja, da werden wir nicht rankommen. Das wird verdammt schwierig werden, hier ranzukommen. Scheiße, das habe ich jetzt natürlich hochzustellen. So, mal gucken, ob wir jetzt was hinbekommen. So, hier diesen Körb, den solltet ihr tunlichst auslassen, weil dann steht ihr sonst rechts in der Wand drin. Gut, da wir wahrscheinlich das einzige Auto auf der Strecke sind, wird wahrscheinlich jetzt gleich eine violette Zeit bei uns oben aufleuchten. Aber ich glaube, die wird nicht allzu lange passieren. Und dann war es auch schon. Nein, also wir sind ein bisschen rausgekommen auf die Strecke, auf den Kopf rausgekommen und dann hat die Runde einmal kurz verkackt. Diese Köpfe sind manchmal sehr, sehr tödlich hier. So, die erste Zeit von Stroll, die knacken mal 19.8 und zwar auf Anhieb. Für eine Runde, die eigentlich nicht so gut war. Aber es fehlt jetzt immer noch wahrscheinlich noch eine gute Sekunde auf die Bestzeit von Verstappen. Aus dem ersten freien Training. Die wir auch wahrscheinlich nicht aufholen können. Oder sagen wir mal so, sehr schwierig aufholen können. Wenn man 7.8. wäre, dann muss ich schon happy sein. Set Fuel Mix 1, if you want to save the engine for the race. Immer mit einer leichte Quersteher hier. Das Auto ist sehr, sehr unruhig. Bestzeit, zweiter Sektor. Das wird doch mal eine Bestzeit werden. There's 3 laps of fuel remaining. Wie sagen wir da aussieht? 1, 19, 5, 5, 5. Nochmal einen guten Schwung mitgenommen. Möchte der vor mir jetzt ein Williams, ist das, glaube ich, ne? Ne, ist ein Racing Point. Dann ist das toll. So, versuchen wir nochmal eine Runde zu setzen. Ja, es ist toll. Momentan die Führung vor als Kwiat. Na, vielleicht kann es nochmal eine Beste werden. Könnte das nochmal eine Beste werden, eine neue. Dann hätten wir 1.19.4, aber mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Zweiter Sektor violett. Vielleicht 19.3, ja doch.
Aber nicht die als 18er vom Verstappen. Ja, das hat halt gekostet, aber es ist eine neue Weltzeit. 19,3 am Ende. So, ich muss mal gerade ein bisschen gucken. Ich fahre jetzt auch die eine Runde zu Ende hier und dann ist gut. Aber es geht jetzt in die Box und dann ist hier Feierabend für heute. Und dann stehen wir momentan mit der 19,3. Gut da, es klingt schon mal ein bisschen besser als die 19,8, die wir vorher gefahren sind. Und da sind am Ende nur eine halbe Sekunde hinter der Spitze. Und damit könnten wir vielleicht doch noch ein bisschen was reißen. Ja, ich mag die Strecke. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was rausholen. Momentan hängen wir sogar vor Leclerc. Der eben im ersten freien Training deutlich vor uns war. Ich habe nur seine Zeit jetzt nicht im Kopf. Und da ist auf einmal Romain Grosjean, wo der die Zeit her. Ist denn der gerade gefahren? What the fuck, was ist denn? Ah gut, auf Soft, ne? 19,292, also eine Hundertstel schneller als wir. Auf Soft. Auf einmal steht ein Haas vorne. So, 80 ist hier das Speed Limit. Das haben wir eingehalten. Dann sind wir dabei. Alter, wie hat denn der Grosjean, wenn wir da mit seinem Ding aufs Soft? Gut. Dann sind wir da auch durch. Ah, Gasly vorne auf jeden Fall. Ja, die ganzen, jetzt alle mit Soft. Hamilton lässt uns natürlich nicht auf sich sitzen und haut auch nochmal eine Zeit raus. Bottas genauso. Also jetzt kommen die ganzen Fahrer mit Soft, als sich Ricciardo sehen in den 9. Und am Ende ist es dann doch wieder nur irgendwo außerhalb, weit außerhalb der Top 10. Ja, Grosjean fährt das Medium, aber der ist eben schnell die schnellste Runde mit Soft gefahren. Und auf einmal fahren sie dann alles die Softreifen aus der Gasly. Da sind wir nur weit über eine halbe Sekunde in der Gasly. Ich dachte, mit der 19,3 sind wir eigentlich zufrieden. Aber scheinbar ist die 17,6 von Hamilton eine Bombenzeit. Klar, aber das sind dann gut über anderthalb Sekunden. Und das sind wir auf einmal doch weit weg. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Ich glaube, Verstappen ist so mit der Hauptfavorit hier für dieses Rennen. So.
Gut, dann gehen wir weiter mit dem Training Nummer 3. Wir haben ja noch einen Teil zu fahren heute. So, dann fahren wir mal auf die Strecke. Wir müssen ja noch die eine Runde. Warum ist das? Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch mal 4 schaffen. Mit dem Software wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, aber naja, schauen wir einfach mal. Ich will nächstes Jahr gerne mit einem neuen Motor reinkommen. Sondern wir haben diesmal einen Mercedes-Motor. Gucken, ob das irgendwie drin ist. Vom finanziellen vor allen Dingen, ja. Momentan haben wir ja immer noch das Honda-Aggregat in dem Eck. So, mal gucken, wie gesagt, 3 Runden, 4 Runden, vielleicht schaffen wir es mit dem Soft. Und dann geht's los. Auf die schnelle Rennrunde, oder beziehungsweise auf die schnelle Runde hier in Ungarn. Für 10 hätte ich nicht erwartet im zweiten freien Training. Ich hätte eigentlich gedacht, okay, mit einer halben Sekunde mehr bist du vielleicht ein bisschen vorne mit dabei. Aber dann fahren alle Top-Autos soft. Und dann habe ich gedacht, oh, am Ende doch nicht. Naja, gucken. Und dann ist es da 18,6 auf Soft. Wie gesagt, nochmal hinbekommen mit den roten 4 Runden zu fahren. Ich mache nochmal eine Laderunde. Thank you.
Alba, 917644. Wenn wieder die Top-Teams kommen. Die erste Pole der Saison fehlt ja immer noch. There's three laps of fuel remaining. So, Runde Nummer 3. Ich glaube, das vorne ist war Leclerc. Also ein Ferrari ist auf jeden Fall. Ne, ist ein. Ja, ist ein Red Bull für uns. Dann ist es Verstappen. Eine neue Besser wird es definitiv nicht werden. So, versuchen wir es nochmal. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, weil die Reifen einfach durch sind. Dann ist das heute die letzte Runde. To run fuel mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Wir müssen noch mal runterschalten, damit wir. Damit wir ein bisschen den Motor schonen für das Rennen. Come in this lap, please. Box this lap. Die beiden Red Bull sind einfach nicht zu schlagen auf diesem Rennen, auf diesem Grand Prix. So, und dann sind wir durch. Wir haben es geschafft. Wir sind durch mit dem freien Training, liebe Leute. Wie sieht denn auf der Motor aus? 42%. Ja. Müssen sowieso mal Strafen ausrüsten. Strafen rausfahren. So, dann sind wir wie gesagt durch mit dem freien Training für heute. Am Ende ist es dann Platz 4, 5. Ja, Red Bull wird nicht zu schlagen sein. Mit beiden Autos nicht. Gut. Und da jetzt alle Fahrzeuge Fünfte. Die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Albon, Hamilton und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, Ferrari haben wir gepackt, aber die beiden, wie gesagt, die beiden McLaren, Red Bull werden, und genauso wie die beiden Mercedes, werden nicht zu schlagen sein. Da gehe ich mal jetzt von aus. Jo, dann haben wir's. Und dann geht's morgen mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Ungarn weiter.
Dann um 14 Uhr, wie immer. Ne, ihr kennt das schon. Aber wenn er jetzt gerade hier sich mal ein bisschen was zurechtlädt. Na komm. Genau. Und dann gucken wir nochmal schnell wegen dem Update. Mal das Auto ein bisschen über. Bisschen Power. Was hältst du hiervon? Okay, versuchen wir es. Bisschen den Sprung wollen wir noch wieder ein bisschen nach vorne machen. Ah, gut. Kann man nichts weiter machen? Wir können nichts weiter abarbeiten. Okay, wie immer sei, wir machen mit zwei Armen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem mit dem freien Training. Quatsch, mit dem freien Training. Mit dem Qualifikationstraining. Und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder auf der Strecke. Bis dahin. Tschüss.